geprasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg geh. Spiritualität heilt und befreit. Spiritualität. Der Hagel prasselt ans Fenster, Stürme ziehen übers Land, Blitze zucken am Himmel und ich sitz hier drin im Warmen. Mein Zuhause ist die spirituelle Welt und der Hagel und die Stürme sind die Katastrophen und Kriege, die über die Erde fliegen. Da draußen tobt der Sturm, Hagel prasselt auf die Dächer der Welt. Sie sind selbst schuld mit ihrer Profanität, haben sie das Unglück selbst herbeigeholt. Ich lass los von ihren Idealen und lade euch ein, Teil der spirituellen Welt zu sein. Zusammen geben wir der Menschenwelt eine neue Chance. Der Hagel prasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg geh. Der Haken prasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg geh. Während der Sturm hagelt und die Welt verbrennt, bin ich ein spirituelles Kind. Es gibt diese Welt und es gibt die nächste. In beiden gibt es Wege, um wirklich glücklich zu sein. Ich frage mich, warum all die oberflächlichen Leute der Konsum heute nicht einsehen, dass ihr Weg der falsche ist. Der Haken prasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg gehe. Der Haken prasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg gehe. Der Donner grollt, der Haken prasselt, haben wir es wirklich vermasselt? Oder gibt's eine neue Chance, alles mit dem spirituellen Weg richtig zu machen? Ich will den spirituellen Weg, weil es damit besser geht und die Erde heilt und wir Menschen uns von unseren Fesseln befreien. Der Haken prasselt und die Welt ist gefesselt, aber ich bin frei, weil ich den spirituellen Weg gehe. Ein spirituelles Kind geht den spirituellen Weg.